Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Justus und ich habe ein neues Video für euch. Im heutigen Video soll es nochmal kurz und knapp um den Progen Italy GTB gehen. Dieser wurde ja heute von Rockstar im Spiel veröffentlicht und somit zum Kauf freigeschaltet. Vorhin hatte ich schon einen Livestream zu ihm gemacht. Danke auf jeden Fall nochmal an alle, die dabei waren. Wir waren durchgehend bei über 80 Zuschauern fast. Wir hatten noch knapp 100 Zuschauer erreicht. War auf jeden Fall ein richtig geiler Stream. Wer alles noch einmal rund um den Wagen wissen möchte im Detail und meine Live-Reaktion dazu und so weiter, kann einfach jetzt mal auf die Infocard oben rechts klicken oder einfach mal gucken auf den Livestream. Ich hatte den auch nochmal veröffentlicht und kann diese einfach mal abchecken und ihn sich nochmal geben. Aber labern wir nicht ewig rum, sondern fangen direkt einmal an mit diesem eigentlichen Video hier. Und zwar soll es in diesem Video darum gehen, ob ich euch empfehlen kann, diesen Wagen zu kaufen oder halt eher nicht. Kommen wir erstmal zu dem genauen Preis. Dieser Wagen ist auf Bennys für knapp 1,19 Millionen GTA 5 Dollar zu erwerben. Wenn ihr diesen zum Kasten macht, müsst ihr dann nochmal 495.000 GTA Dollar aufdrücken, um ihn aufzurüsten. Nun habt ihr die Custom-Version und das eigentliche Auto, beziehungsweise halt das eigentliche Auto mit der Custom-Version, aber leider ohne irgendein Tuning. Dazu kommt dann nämlich nochmal Tuning-Kosten. Und diese Tuning-Kosten haben bei mir zumindest gekostet rund 540.000 GTA-Dollar. Das macht dann zusammen eine Summe von 2,225 Millionen GTA-5-Dollar. Und dieses Geld muss man erstmal haben. Dennoch ist dieser Wagen im Vergleich von anderen Supersportwagen, die man bei Bennys tunen kann, wie zum Beispiel im Nero oder sowas, noch ziemlich billig bzw. preiswert. Aber ist dieser Wagen wirklich das Geld wert? Er sieht meiner Meinung nach auf jeden Fall schon mal saugeil aus. Aber ist er diesen stolzen Preis auch in Rennen wert? Wir haben ihn einfach mal auf einer langen Strecke gegen seinen Vorgänger, den T20, antreten lassen. Man sieht, am Anfang ist der GTB etwas schneller, doch der T20 holt sofort auf. Aber nach wenigen Kilometern oder Metern zieht der GTB dann wirklich endgültig weg. Also, wer zwischen dem T20 und dem GTB in Rennen überlegt und nicht so auf Optik steht oder da irgendwelche Präferenzen hat, der sollte sich auf jeden Fall mal auf die Leistung gucken und da kann er auf jeden Fall auf den GTB vertrauen. Auch das Handling, das ich schon getestet hatte, einfach mal in engeren Straßen oder im Verkehr, kann man an diesem Wagen wirklich nicht meckern. Das Handling ist meines Erachtens etwas schlechter als beim T20, aber dennoch extrem gut eigentlich. Also nochmal kurz zusammengefasst, er ist extrem teuer, aber meiner Meinung nach wirklich preiswert. Hier ist es nicht so wie beim Nero, dass er einfach nur was für Sammler ist, für Leute, die nicht Rennen unbedingt fahren, also unbedingt ein schnelles Auto haben wollen, sondern einfach ein Auto, was Besonderes ist, was vielleicht teuer ist, was nicht jeder hat. Ich feiere diesen Wagen wirklich extrem und würde euch wirklich empfehlen, ihn uns euch zu kaufen, falls ihr noch einen Wagen für Rennen braucht oder einfach einen neuen Supersportwagen haben wollt, an dem ihr wirklich extrem viel tunen könnt. Kauft ihn euch also auf jeden Fall oder zumindest leiht ihn euch mal bei einem Freund, um damit einfach mal in der Online-Lobby aufzufallen. Nun gut, nächste Woche kommt auf jeden Fall dann der Spectre, noch ein neues Auto, wenn ich weiß, was ich damit meine. Auch oben rechts in der Infocard verlinkt, habe ich nochmal alle Autos schon mal vorgestellt. Lasst an der Stelle auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, um nichts mehr rund um GTA 5 Online zu verpassen. Und teilt dieses Video auch wirklich mit all euren Freunden, um mich zu unterstützen. Wäre auf jeden Fall saunice von euch. Das Hashtag für heute ist Hashtag GTB. Wer nicht weiß, was ich damit meine, ganz einfach. Am Ende von jedem Video erzähle ich euch ein Hashtag. Und wer bis jetzt geguckt hat, kann das Ganze ja mal einfach in die Kommentare schreiben, damit ich mal weiß, wer wie lange ungefähr guckt. An der Stelle bin ich dann einfach mal raus. Ciao. Haut rein.